krasse Ankündigung von TBT wieder. Es gibt ein Online-Turnier von uns am 22. Mai. Es gibt geile Preise. Checkt es alles ab. Info steht alles unten in der Beschreibung. Servus Jungs, Team Bubble Tier. Wir sind hier auf Chongs Turnier. Ja. War ganz okay. 30 Leute heute dabei. Nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass Muttertag ist und schönes Wetter draußen. Ja Mann, das ist echt geiles Wetter. Steve und ich haben heute nicht getoppt, leider. Chong, der TO, spielt mit und hat getoppt, aber ist auch egal. Wir haben jetzt hier den Steve mit seinem Amofar-Steck. Ist leider nicht gut gegangen, der wird es gleich mal selber erklären. Und wird uns mal sein Deck zeigen und eventuelle Verbesserungsvorschläge. Man muss dazu sagen, ich habe das Deck gestern Nacht, also heute Nacht, Last Minute gebaut, weil die Karten für die Decks, die ich eingespielen wollte, hatte niemand so kurzfristig. Deswegen habe ich gedacht, ich teste jetzt einfach mal das Deck, ist was Neues. Solche Decks kommen immer relativ gut bei Turnieren, wenn sie laufen, weil die Leute eben kein Zeitdeck dagegen haben. Und auch von den Effekten her finde ich die Monster echt interessant, aber jetzt kommen wir mal zum Deck-Profile und ich werde die Probleme erläutern, die zum Deck, die beim Deck aufgetreten sind. Also ich habe es mit der Draco-Engine gespielt. Oh ja. Die Draco Engine habe ich gespielt, weil es da ein paar ganz nette Kombos gibt, zu denen komme ich später, und weil es halt auch Drachen sind, weil ich zwei Rivalry auch Main spiele. Ich hätte davon auch ganz gerne mehr gespielt, weil dann hätte ich auch Painful Decision spielen können. Ich habe Last Minute halt nur die eine bekommen und habe versucht, das Beste daraus zu machen, was geht. Also zwei Gründe, warum ich die spiele, also drei Gründe eigentlich. Zum einen, es sind alles Level 4er, zum anderen, es sind Drachen und zum anderen, sie decken halt die Scales ab, die ich halt hauptsächlich brauche. Das sind 3 und 5, weil die meisten Monster, die du im Deck hast, sind halt 4er und alles andere kannst du ohnehin nicht spezial beschwören, was so einer der Nachteile von einem Deck ist. Dann kommen wir momentan zu der Farsh Engine. Ich habe alle gespielt, die nicht Level 8 und Level 6 sind. Das heißt, ich habe auf die Secret und die Super Rare verzichtet. Ich habe gerade nicht die Namen im Kopf. Das sind die sagen, dass du nicht suchen kannst, und die sagen, dass alle Karten gebanished werden. Das ist der Große. Genau, das ist der Große. Also ich habe dreimal den hier, die Völlerei. Ist halt blöd, das ist auch ein Level 2. Das heißt, sobald der halt im Extra-Deck liegt, kannst du nichts mehr damit machen. Das ist halt einer der Nachteile von dem Deck. Ein sehr großer Nachteil auch. Aber das ist einer der Guten in der Scale. Ist es halt der sagt, dass Monster-Effekte nicht aktiviert werden können. Das ist wohl der Beste, glaube ich, von denen. Wahrscheinlich, mit einer der Besten. Das sind die zwei Besten, meiner Meinung nach. Das ist der sagt, dass keine Zauberkarten aktiviert werden können. Was sehr wichtig ist, sie zu wissen, das ist auch, wenn Zauberkarten schon offen liegen, können die Effekte trotzdem nicht aktiviert werden. Stimmt, also Zaubereffekte und halt Zauberkarten, die aktiviert werden. Das hat mir jetzt in einer Runde das Leben gerettet, weil er hat halt Monarchen mit der Fieldspell draußen. Ich hatte halt den zum Glück in der Scale, habe einfach ein Monster ausgespielt und dann war es halt egal, ich konnte trotzdem wieder Pendulum Summon machen. Dann war ich gezwungen, den hier zu spielen. Ich finde den selbst nicht so gut, aber es ist halt ein Level 4 und du hast sonst nicht so viele Amofarsh-Monster. Der sagt halt, dass keine Kettenglieder 2 oder höher aktiviert werden können, was in dem Deck eh meistens nicht wirklich vorkommt, weil du lockst eh seine Zauber und seine Fallenkarten meistens. Aber wie relevant ist es gegen ein anderes Deck? Mir wird jetzt kein Deck einfallen, wo ich sage, man braucht den. Im Chainburn spielst du lieber den hier und sagst eh scheiß auf alles. Aber gut, gehen wir weiter. Dann habe ich den hier. Das ist einer der besseren auch. Das ist der sagt, dass Fallen nicht aktiviert werden können. Also den hätte ich gespielt, also den wollte ich nicht spielen, aber den hätte ich in jedem Fall gespielt. Dann der hier, das ist der Monarchenkiller. Das ist der sagt, dass du keine Tributbeschwörung beschwören, also wenn du die beiden auf der Start hast gegen Monarchen, ist eh Game. Weil keine Zauberkarten aktivieren und keine Tributbeschwörung. Ich hatte das Start an Monarchen nicht direkt aufgegeben. Zeig mir so die Hand, ein Monarchen, 4 Zauberkarten, also ja, ich kann nichts machen. Aber du brauchst ja noch ein offenes Monster, um die Effekte zu aktivieren, oder? Genau. Also brauchst du 3 Monster, oder? Genau, du brauchst ein Monster auf dem Feld und die Scales eben, damit die Effekte auch kommen. Weswegen ich eben gezwungen war, den zu spielen und auch gezwungen war, den hier zu spielen. Das ist, der sagt, dass ich und der Gegner keinen Effektschaden bekommen, was ziemlich irrelevant ist im Main Deck, aber ich muss den halt spielen, weil ich, wie gesagt, sonst nicht genug Amofarsh-Monster hatte. Genau, das war das Monster-Line-Up. Also ich habe wirklich nur die Amofarsh und die Draco-Monster. Was ist jetzt mit dem 6er und mit dem 8er? Was für Effekte haben die in der Scale und wieso hast du die nicht gespielt? Der 6er sagt, dass keine Karten gesucht werden können, keine Karten auf die Hand genommen werden können, außer durch Ziehen. Mhm. Was mich halt selbst ziemlich stört, weil die wichtigste Karte im Deck ist mit dieser Zauberkarte, die sagt, dass ich mir die Amofarsh-Monster suchen kann. Wenn ich den halt in der Scale habe, dann kann ich es halt nicht machen. Ich kann halt entscheiden, dass ich sage, okay, ich schieße. Oder blockt der alles? Der blockt alles. Komplett. Der blockt alles. Und der 8er ist es der sagt, dass alle Karten gebanished werden, außer Amofarsh-Karten.
Es ist das Problem, warum ich verzichtet habe, auf die zu spielen, ist, wenn ich die auf der Hand habe und die nicht in die Scale spielen kann, sind die halt bittertot. Ich kann die nicht ausspielen, ich meine, ich kann Tribut beschwören, aber meistens habe ich keine Monster auf dem Feld, weil ich in der Standby-Phase, außer es ist irgendwie Turn 3 oder so und ich habe relativ guten Draw, habe ich eigentlich nie genug Monster auf der Hand, ja, um mein Feld eben aufrecht zu erhalten und ich habe halt nie wirklich Monster, um Tribut zu beschwören. Ja. Bestimmt gibt es ein Bild, wo die gut funktionieren, aber jetzt in dem, was ich mir so last minute habe ausdenken können, haben die halt, hatten die einfach keinen Platz. Gut, dann kommen wir zu den Spells. Da hatte ich eine Terraforming. Ich wollte eigentlich 3 von der Field Spell spielen, aber ich habe nur 2 bekommen. Also habe ich gesagt, okay, dann fülle ich die eine Lücke mit Terraforming. Draco Face Off, weil eben wegen der Draco Engine. Upstart, weil Kartenziehen nie schlecht ist. Und eben die Amorphage Infektion, was so die wichtigste Zauberkarte im Deck ist. Die sagt, dass wenn Amorphage Monster, das ist, also ich sage erstmal den Effekt und dann sage ich, warum die Karte nicht so gut wäre, wie sie sein könnte. Die sagt, wenn Amorphage-Monster auf dem Feld getributed oder zerstört wird, egal wie, kann ich ein Amorphage-Monster vom Deck auf die Hand suchen. Amorphage-Karte vom Deck auf die Hand suchen. Zählt es auch für die Scales? Das zählt nicht für die Scales. Und das ist das Problem. Wenn es für die Scales zählen würde, wäre es um einiges besser, weil die Scales gehen und du kriegst halt nichts dafür, außer du hast halt die Falle draußen. Und dann ist es meistens auch nicht optimal, weil wenn du ein... komm dazu, wenn ich zu der Falle komme, weil sonst wird es jetzt ein bisschen... verwirrend. Genau, das waren eben die Zauberkarten. Wollte ich auch nicht so viele spielen, weil eben die Monster wichtiger waren, weil die Monster ja die sind, die Effekte machen und die Monster halt auch ein Monster auf dem Feld brauchen. Kommen wir dann zu den Fallen. Ich habe hier die Amorphagen Lysis, Skill Drain, 2 Rivalry, eine Warning und 3 Strike. Warning und Strike sind ziemlich selbsterklärend, die besten Konterfallen, die es im Spiel gibt gerade. Rivalry, weil ich eben nur Drachen habe und so Decks wie Cosmo und Monarchen doch sehr häufig gespielt werden und die Karte doch schon ziemlich gut dagegen kommt. Skill Drain, einfach weil die Monster-Effekte auf dem Feld bei mir eh irrelevant sind meistens und die den Gegner halt doch schon deutlich mehr stört als mich. Und die Lysis habe ich eben eine gespielt, weil ich kann sie suchen. Und die ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich gesagt habe, ich möchte die Draco Engine mitspielen, weil ich kann mit dem und mit der, wenn ich eben die Pendulum schieße, dann triggert die und ich kann die halt durch eine andere ersetzen. Der Gedanke dahinter war eben, dass wenn ich jetzt in der Main Phase bin, in meiner Main Phase, und ich habe dem Gegner in seinem Zug die ganzen Zauberkarten geschattet, dass ich dann sage, okay, jetzt schieße ich das Monster und ersetze die durch eine andere, die ich halt in meinem Zug dann halt brauche. Kam in der Theorie leider nicht so gut, weil die Monster nicht so zuverlässig kamen, eben weil der Speed im Deck gefehlt hat. Aber das war so der Gedanke. Das war das Deck. Extra Deck hatte ich 5 Karten einfach zum Spaß, ein paar Vierer, die ich eh nie beschworen habe wirklich. Weil die eben, sobald die Pendulum Summon kommen, sagen die halt, dass kein Spieler Extra Deck Karten beschwören kann, außer Amorphage. Die haben halt momentan noch keine wirklichen Extra Deck Karten. Ich hoffe mal, es kommen welche, die auch gut sind. Aber das Hauptproblem, was das Deck gerade hat, ist einfach, dass sie es halt mit den Scales verkackt haben. Dass du halt 2er hast, die im Extra-Deck einfach wertlos sind, weil du sie nicht spezial beschwören kannst. Und auch mit den höheren, weil du hast halt nur Scale 3 und 5, 3 und 5, 3 und 5. Das heißt, du kannst nichts anderes beschwören als 4er, was sich halt einfach zwingt, so scheiß zu spielen wie die beiden, die halt nicht wirklich was bringen, weil die anderen einfach deutlich besser sind. Ja gut, Amorphage kam ja jetzt in diesem Set als neues Deck raus. Ich denke mal, die werden eh noch Support kriegen. Ja. Sollten sie auf jeden Fall. Und dann werden wir sehen. Vielleicht wird sich das ja noch ändern mit den Scales, mit den Stufen, mit allem drum und dran. Willst du das und Deck nochmal spielen oder eher was anderes testen? Ich werde das Deck schon noch weiterhin testen, aber ich meine, ich bin nie eine Person, die immer nur ein Deck testet. Ich teste zurzeit irgendwie 4 Decks. Das ist jetzt eines der Decks gewesen, die dazugekommen sind. Weil uninteressant ist es nicht. Ich habe auch gemerkt, in den Duellen, in denen es so gelaufen ist, wie es sollte, konnte der Gegner halt nichts machen. Der eine Kerl, Monarchenspieler, ja, ich hatte Starthand, wie gesagt, hatte ich den Zorn und die Unzucht und das war es halt für ihn. Ich meine, was möchte er tun? Twin Twister geht nicht. Alle anderen Zauberkarten gingen auch nicht. Er konnte Ding spielen, er konnte Idea spielen, er konnte sich Eidos holen und das war halt sein Turn. Mehr konnte er halt nicht machen. Was war gegen diesen einen krassen Kosmos-Spieler? Also ich habe heute nur gegen einen Kosmos-Spieler gespielt. Ich bin nicht sicher, ob ich ihn krass nennen kann, weil meine Hand halt einfach shit war. Ich hatte ein Amorphage-Monster in beiden Duellen, was halt nicht optimal ist, wenn man Amorphage-Deck spielt.
Hab halt ziemlich kassiert gegen ihn, weil der Kerl halt auch gelackt hat wie ein Hund. Es ist ein Deck mit Potenzial, aber mit dem Support, der jetzt da ist, ist es halt schwierig, ein wirklich stabiles Deck zu bauen. Was das Deck auf jeden Fall braucht, ist Speed, dass du eben schneller an die Scales kommst, die du brauchst. Und ich glaube, ich hätte noch ein bisschen mehr Antifallen spielen können, sowas wie Makro oder sowas vielleicht noch. Eventuell, ja. Problem wäre halt dann, das nimmt halt wieder den Platz für die Monster und das ist halt nichts, was im Kompromiss zueinander steht. Was ich in jedem Fall testen werde, ist eine Version mit Card of Demise. Weil in den meisten Fällen ist es so, ich spiele eine Scale, ich spiele noch eine Scale, ich spiele die Monster aus und dann habe ich keine Handkarten. Wo eine Card of Demise halt echt gut kommt, um einfach Fallen nachzuziehen oder sowas. Oder eben um so etwas nachzuziehen oder die Field Spell einfach nachzuziehen. Also alles, was Speed gibt, würde dem Deck auf jeden Fall helfen. Und ich muss halt auch schauen, was es an so einem Pendulum-Support gibt, ob es vielleicht doch eine Möglichkeit gibt, die Pendulum-Monster ein bisschen zuverlässiger zu suchen. Ja, wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Ja, danke dir für dein Deck-Profile. Und Jungs, wenn ihr eine Idee habt oder irgendwas selber getestet habt, schreibt es in die Kommentare. Ja, sagt, wie ihr das Deck findet, so auch an sich. Ja. Und ganz wichtig, wenn ihr ein Update zu der Deckliste haben wollt, ich werde wahrscheinlich jetzt irgendwie jeden Tag eine neue Version von dem Deck haben. Die gut sind, wenn ihr Interesse habt, können wir dazu auch nochmal ein Deck-Future machen. Alles klar. Also, kommentiert es. Wir sehen uns. Ciao. Also danke fürs Zuschauen, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Like, comment und subscribe, checkt unsere Sponsoren und unsere Facebook-Seite und leidet nicht.